Auch hier nochmal eine ganz kleine Info vorweg. Das mit dem Zweitkanal hat ja soweit schon mal ganz gut geklappt. Also auf dem Additional Gameplay-Kanal kommt immer an den Tagen, wo hier kein Rainbow Six kommt, da Rainbow Six. Und wer das noch nicht verpasst hat oder wer es noch nicht gewusst hat, der kann es jetzt nicht mehr verpassen, denn jetzt habe ich es nochmal gesagt. Eigentlich wollte ich aber nur ganz kurz auf die chinesischen Schriftzeichen eingehen. Ich hatte ja in den Parts, die hier auf dem Kanal kommen, mit chinesischen Subtitle bzw. chinesischem Text gespielt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Der Text in Rainbow Six ist das Unwichtigste von allem und ich ändere sehr, sehr gerne bei Ego-Shootern irgendwas, um mich ja nicht abzulenken, um irgendwie was Neues zu haben. Kennt ihr das, wenn man zum Beispiel bei Counter-Strike einfach die Crosshair-Farbe ändert und sonst nichts? Ich habe auch schon bei Rainbow Six das FOV immer mal ein bisschen rumgeschoben und so weiter und so fort. Manchmal mache ich den Kontrast am Monitor heller und die Sättigung mache ich mehr oder weniger und manchmal stelle ich auch die Sprache um. Bei Counter-Strike habe ich zum Beispiel mal oder spiele ich momentan in Pirates. Ja, Overwatch habe ich immer mal auf Japanisch gespielt und in Rainbow Six, wie gesagt, die Schriftzeichen sind für mich das Unwichtigste überhaupt und ich brauche manchmal diese minimalen Änderungen, um weiter dran zu bleiben. Das ist für mich sehr wichtig und deswegen spiele ich mal auf Chinesisch, das wird sich auch wieder ändern, ich werde auch wieder auf anderen Sprachen spielen, aber Leute, das ist nur der Text, ja, da steht nichts Wichtiges und das sollte doch wirklich nicht ausschlaggebend sein. Also das Gameplay ist doch immer noch das Wichtigste, welche Sprache da im Overlay ist, ist doch eigentlich egal. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Mit dabei sind Dalu, Tautau, Maru und der Sachse. Hallo. Hola. Grüß euch. Ich kaufe mir natürlich neue Aufsätze, wenn ich die Punkte dafür habe. Ich habe ja die 4 DLC Operator. Das reicht ja eigentlich voll aus. Sind ja eigentlich sehr universell. Die scheinen die coolsten. Außer mit Season 1 Season Pass. Was ja, ich hier wohnt, keine so. Aufsätze. Das Wichtigste ist also mal zuerst, dass du mal ein Visier hast, dann, oder? Dann geht's eh. Mit ihr zumindest. Ich weiß nicht, wie die anderen das, wie ihr das seht. Ich kenne da, wenn du kein Visier hast, ist scheiße. Ja, bei Mountainwaffen ist das Ironside wirklich extremst scheiße. Ich habe das Gefühl, du siehst von außen nach innen in Häusern gar nichts ohne Visier. Locate the biohazard container. Ja. Überhaupt der Garage. Überhaupt der Garage? Ja, hier. Das Master Bedroom? Ja. Den Bart rein. Nicht spotten, wer ist denn das? Bam. Will nicht spotten mit der Drohne. Okay. Mit meiner. Also mit deiner Drohne. Ja. Ja, die haben einen Dropper aufgemacht. Vorsicht, die haben oben den Dropper aufgemacht. Mit deiner kannst du jetzt ruhig meinen, um die Operator zu scannen oder whatever, aber meine Drohne stand echt gut. Die sollten die nicht sehen. Da hat einer rausgeschossen. Sicher? Wir haben die. Hier flog gerade ein Schuss. Wir haben die, ja, Kamera, die schießen also. Auf jeden Fall. Die haben den Dropper zum Fitness. Der Cavera bei den. Der wollte rausschießen. Ich bin unter der Map. Ja. Oh. Was? Dann zieh dich einfach hoch ein bisschen oder so. Ja, geht halt nicht. Was passiert, wenn du Leertaste drückst? Gar nichts. Was ist, ja, was jetzt, ist, die Drehung war doch gut, oder? Ja, dann. Boom. Deck das Fenster. Da war ein Schockdraht dahinter, zweimal zerstört. Mhm. Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte, du deckst uns, sagst du, kann. Ja, kann trotzdem dran vorbeischießen. Ich komm mal. Kriegt er das hin? Auf jeden Fall wieder auf dem Bein. Taxi, einmal kurz noch abdecken, bitte. Alex, hallo dich auch noch, ich dachte, der wäre tot. Okay. Ja, so. Kann ich die Wand hier aufmachen? Oder machst du schon, okay. Mach ich schon. Die wertvollen, so wie du. Achso. Ich hab normale Breachings. Achtung, da hat irgendwas geschossen auf mich, keine Ahnung, wann du. Kamera sieht uns. Wird die Wand hier auch schmelzen?
Drone ready. Ja, kannst du. Mach. Soll ich, sagst du, warte, noch nicht, auch, noch nicht drücken. Ah, die kaputt geschossen. Hat das Ding kaputt gemacht. Angeschossen. War hinterm Sofa, ist was? Jetzt nochmal. Treppe, rechts. Der ist im Nebenraum. Okay. Okay. Der ist da noch. Ich glaube, hinten. Ja. Habt ihr? Okay. Ich will auch zünden, gepunktet. Achtung, Achtung! Huch! Ich wollte auch was Sinnvolles machen. Quan läuft nur Sachse hinterher, ey. Mir war nie bewusst, dass da ein Dropper ist. Okay. Also jetzt eben habe ich es gesehen, aber... du kannst nämlich, es gibt nämlich einen Trick, dass du von dem Dropper, wenn du den aufmachst, also kannst du von ganz oben unten ins Fitnessstudio in die Treppe rein aimen und kannst zum Beispiel bei Bombe dort unten am Treppenabsatz den Diffuser legen und dann dort oben treffen. So, jetzt sind wir geladen. Jawohl. Verzeiht. Ladezeit. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Drone is secure. Hostile drone located the biohazard container. Zwei Stück habe ich. Ach, wir haben hier keinen Mute oder so. Naja, die Argumente fehlen uns. Hm? Was fehlt uns? Wir haben keiner hat Mute genommen. Ach, stimmt. Ich hab Mute leider nicht. Dann geht's für die nächste heilige Runde. Ab. Ich kann für euch übernehmen. Eine Westen. Hab eine Drohne. Schön. Da wird der Domi rausgewackt. Die bringen Thermite-Maske an. Hier oben wurde aufgeschmeißt. Klaas. Rechts, also links, rechts vom Auto. Alter, mein Team heute! Oh, aber der checkt das auch nicht. Übrigens, ich bin Ash erwischt. Nicht mal den Drohnen abschießen. Blast down. Wir haben einen Doc. Maru? Ja. Bitte mich mal heilen. Nee, Link. Ja, das passiert mir auch ab und zu. Kannst du mir eigentlich den... Ja, doch. Doch, gib mir den zwei noch. Ah, oben, Workshop. Remaining. Schöner Warbank. Letztes Haus, Treppe. Das ist drauf. Auf welcher? Bei mir. Wie kann ich V drücken, was, ne? Ja, Blackbeard ist auf der normalen. Y kannst du markieren. Ah, okay. Oder du Typ. Ach ne. Ja, natürlich. Sind es dann wenigstens wieder 5? Jojo. So. Oder so ein halber Wage Crit, okay. Wollt ihr Thatcher? Achso, kannst du auch machen, wenn du möchtest. Nein, passt schon. Mach ich wieder Twitch. Oder ich mach Bug. Wenn wir eh Thatcher haben, dann mach ich Bug. Ein Rindchen noch. Da ist einer raus wieder. Ich glaube, jetzt ist es zu spät, oder?
Ja, Tauta ja, geht ja noch ziemlich lang. Ja, aber trotzdem würde er nur als Spectator zuschauen. Normalerweise. Das sind auch Garage. Wir haben Schwulst dabei, Vorsicht. Schwulst, Jäger. Eigentlich nur Pierre in ein Loch rein. Irgendwo das Fenster aufgemacht. Also Spawnkill aufpassen. Ja, Bart. Hat wer die Kamera? Und mich wird geschossen. Fenster bei mir wird auch gemacht, also. Ja. S-Raum. Hab ihn. Puls. Wo ist er? In der Garage irgendwo, ich glaube, rechts. Wohnzimmer, glaube ich. Oh Gott. Da oben meinst du, gell? Oh. Okay, da hat er. Nee, Badezimmer immer noch. War das Bandit? Ja, im Badezimmer halt. Ja, Bandit habe ich gerade erschossen. Ich kann nicht zünden, also da will ich nicht reinkommen, außer mit Maru vielleicht. Maru, da rein? Die haben glaube ich auch nichts zu was haben, eigentlich. Sag's die haben nicht gemietet. Doch, die haben Blitz. Ne, Blitz ist tot. Ja, aber der Kult ist da halt noch drin, das war's. Ich zünde. Zünd mal. Hier rein. Oh, was? Oben. Irgendwo oben. Hier. Hinten kann keiner Jäger, kommen, Maru, von Jäger da. Okay. Jägerbad. Dann komm, stell dich rechts in die Tür, sagst du da. Schnell. Und mach zu. Outside? Okay. Er ist runter, er wollte von aus. Auch schade, dass man das jetzt nicht sieht, aber... Ja, ja, alles klar. Und ran. Das war wieder eine wundervolle Runde Rainbow Six Siege. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut bei allen anderen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.